Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrades Prediction. Wir sind am Start mit Episode Nummer 2 und heute gibt es die nächsten 6 Spieler. Ganz einfach, warum 6? Ich habe noch einen Spieler, den ich speziell dazu genommen habe. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da wäre eine großartige Unterstützung. Würde ich mich sehr darüber freuen, ihr wisst Bescheid. Und ich denke mal, ich habe eure Vorschläge gut berücksichtigt. Nochmal kurz zur letzten Episode. Natürlich gab es wieder Kritik. Max, nimm deine Fanbrille ab. Wie kannst du nur einen 96er, den ich in der ganzen Prediction benutzen werde. In allen Episoden, wie kannst du nur in der ersten den 96er bringen? Hättest du ihn in der letzten bringen können? Warum hast du die Fanbrille auf? Leute, ihr macht euch lächerlich, sorry. Aber wer meint, dass Kenan Karaman wirklich ein 63er Rating verdient hat, der hat sowieso jeglichen Fußball-Sachverstand verloren und von daher beachte ich diese Leute gar nicht. Ich habe jetzt einmal was dazu gesagt und ich werde nichts mehr weiter dazu sagen. Es ist einfach lächerlich. Erzählt mir nichts davon, dass ich eine Fanbrille auf hätte, wenn ihr selber die absolute Anti-Brille auf habt und einfach nur gegen den Verein hatet. Ist ja okay, wenn ihr nicht mögt, aber schreibt doch bitte keinen Schwachsinn, ihr macht euch ja nur lächerlich und das wollen wir doch alle nicht. Wir starten heute durch mit einem Spieler, der beim FC Arsenal relativ erfolgreich ist und vor allem sehr unterschätzt, zumindest am Anfang von FIFA 16 Ultimate Team, und zwar ist das Hector Bellerin. 74er Rating geht meiner Meinung nach hoch auf 77, Rechtsverteidiger, Spanier und einer der schnellsten Spieler der Premier League, wenn nicht sogar der schnellste Spieler mit Theo Walcott zusammen. Hat den Head-to-Head momentan 76er Rating, ich denke mal auf 77 könnte man da hochgehen. 94 Tempo hat der auch in Head-to-Head, dementsprechend denke ich, dass dieser Stat angepasst wird. 76 Dribbling, 54 Shooting, 69 Passen und dazu noch 76 Defending und 68 Physis. Bei Physis könnte ich mir sogar vorstellen, dass es auf 70 hochgeht, bei Defending eventuell auf 77, aber ich denke auch, so sieht die Karte mehr als nice aus und es ist auf jeden Fall nicht nur eine Alternative zu Kyle Walker, sondern auf jeden Fall nochmal cooler, weil ich finde, dass Bellerin unfassbar sympathischer und guter Spieler ist. Bin gespannt, was aus dem noch so werden wird. Vielleicht eines Tages der beste Rechtsverteidiger der Welt. Die Veranlagung dazu hat er auf jeden Fall und dementsprechend können wir uns freuen, wenn er die nächsten Wochen und Monate richtig nice für Arsenal performen wird und den Ultimate Team natürlich auch durch die Goldkarte ein Stückchen günstiger und erschwingbarer für alle, die nicht so viele Coins haben, was ja für mich quasi auch gilt, weil ich mich damit einbeziehen kann. Gut, die zweite Karte für die heutige Episode ist dann logischerweise der zweite Spieler und der spielt in der Bundesliga und sein Name ist Javier Chicharito Hernandez. 86 Tempo, 80 Shooting, 76 Dribbling und ich denke mal, nach seinen Leistungen, die er bisher in der Bundesliga gezeigt hat, kann man sagen, dass er auf jeden Fall ein Upgrade verdient hat, denn er hat, nachdem er ja bei Real Madrid einigermaßen als Ersatzspieler überzeugt hat und bei Manchester United nie zum Zug war, jetzt bei Bayer Leverkusen quasi eine neue Heimat gefunden und er zeigt einfach, was der für ein Star ist, denn er hat ohne Probleme Kießling verdrängt. Ist mit 27 Jahren immer noch nicht so alt, also der hat auf jeden Fall noch Luft nach oben und der ist schon Ewigkeiten dabei, hat jetzt in 12 Spielen 7 Tore und eine Vorlage gemacht, in 5 Champions League Spielen 4 Tore, im DFB-Pokal in einem Spiel 2 Tore, also ich denke mal, wenn man einen Spieler aus der Bundesliga momentan auf dem Zettel haben muss, der unterschätzt ist, bei dem eventuell noch nicht so viele sagen, okay, der ist krass, dann ist es Chicharito, weil der ist einfach ein richtiges Monster, meiner Meinung nach. Ich habe den immer schon gemacht, die kleine Erbste. Guckt auf dem Bild ein bisschen unsympathisch, normalerweise ein richtiger Strahlemann. Ein richtig cooler Typ. Ich freue mich, wenn ich den ja irgendwann mal in der Bayer-Arena sehen sollte, weil ich da nochmal hinfahre zum Rückspiel von Hannover gegen Leverkusen. Und für mich einfach ein richtig cooler Stürmer, den ich sehr, sehr mag. Dementsprechend das Upgrade auf 82 gerechtfertigt, 83 Shooting, dazu 86 Tempo, 64 Füße, 67 passende, 78 Dribbling und 31 Defending, 3 Sterne Skills und 3 Sterne Weakfoot. Gut, wir kommen zum nächsten Spieler und ich denke mal, Herrn, das muss ich auch mal ausprobieren, wenn der geupgradet wird. Allgemein, jeder Spieler, der geupgradet wird und den ich predicted habe und der mir richtig gut gefällt von den Werten, der muss ich ausprobieren. Aber egal, wir kommen zum dritten Spieler und das ist der 9. Bundesligaspieler. Spielt bei Borussia Dortmund, wurde sie natürlich oft gewünscht, aber das ist auch wieder so eine Sache, Leute, das verstehe ich nicht. Ihr fragt in der ersten Episode, in der ich nur allgemein so eine Pilot-Episode quasi mache, eine Pilotfolge mit Spielern, die mir exakt in dem Moment eingefallen sind, fragt ihr euch, wie kann es sein, dass der noch nicht dabei ist? Oder wie kann es sein, dass der nicht dabei ist? Als ob ich nie wieder Episoden machen würde, als ob die erste Episode die wäre, die am wichtigsten sind, die Upgrades. Das ist ja totaler Schwachsinn. Egal, Julian Weigel auf jeden Fall, 67er Rating momentan. Ich denke mal, das wird ordentlich angehoben werden, denn der Kerl hat richtig überzeugt, seitdem er von 1860 München zum BVB gekommen ist. Hat sich im Mittelfeld festgespielt, mittlerweile hat Gündogan, ja, so ein bisschen, oder Gündogan wieder so ein bisschen die Kontrolle da übernommen, zusammen mit beispielsweise Bender. Ich weiß auch gar nicht, was mit Weigel los ist. Castro spielt sich halt jetzt gerade auch im Vordergrund. Ist ein bisschen schwierig, aber ich denke, trotzdem wird er seine Einsatzzeiten bekommen. Und das Upgrade um 8 Punkte auf 75 ist mehr als verdient. 74 Tempo, 54 Shooting, 73 Passen, 73 Dribbling, 71 Defending und 69 Physis Ständen für ihn zu buchen. Und ich denke mal, das kann man definitiv so durchwinken. Wird sich die nächsten Jahre höchstwahrscheinlich noch weiterentwickeln und hoffentlich kein One-Hit-Wonder oder One-Season-Wonder bleiben. Haben wir ja schon einige Spieler gehabt. Aber ich denke mal, er wird es definitiv nicht sein. Dortmund sollte ihn halten, Dortmund sollte ihn weiter
weiter ausbilden und wenn er sich so weiterentwickelt, wird das ein richtig großer auch für die deutsche Nationalmannschaft relativ wichtig. Ich denke mal, das kann man so stehen lassen und dementsprechend das 75er-Rating im Moment auf jeden Fall gerechtfertigt. Vielleicht könnte man sogar ein bisschen höher gehen, aber wir wollen nicht zu voreilig sein und dementsprechend noch ein bisschen konservativ bleiben und mit 75 den dahinstellen. Wir kommen zum letzten Bundesligaspieler für diese Episode und das ist wieder einer, bei dem ich wahrscheinlich wieder angepöbelt werde. Max, deine 96-Brille. Denn es ist Lars Stindl. Kennt er den? Ist der ehemalige 96-Kapitän mittlerweile bei Borussia Mönchengladbach sehr erfolgreich aktiv. Hat in der Champions League richtig gute Leistungen gezeigt im DFB-Pokal und auch in der Bundesliga. Ist zusammen mit Raphael eventuell oder wahrscheinlich sogar der wichtigste Spieler in der Offensive der Gladbacher. Traoré und Johnson sind auch nicht unwichtig, aber ich denke mal Stindl, gerade weil er in der zentralen Rolle spielt, genauso wie Raphael, nochmal ein Stück wichtiger. Bisher 14 Spiele, 4 Tore, 4 Vorlagen. Champions League 6 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen. Pokal 2 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen. Insgesamt 22 Spiele, 10 Tore, 8 Vorlagen. Und das in gerade mal 1901 Minuten. Das ist einfach nur pervers in meinen Augen. Richtig, richtig stark. Und ich denke mal, er hat seinen Marktwert und seine Ablöse von 3 Millionen, 3,5 glaube ich, ne 3 waren es nur, hat er gerechtfertigt. Ist von Hannover gekommen, hat bei Hannover schon alles gerettet und bei Gladbach zeigt er einfach seine gesamten Qualitäten. Ich bin gespannt, wann er in der Nationalmannschaft spielen wird und ob er in die Nationalmannschaft kommt. Ihr könnt mir gerne meine Kommentare schreiben, was ihr von Stindl haltet. Letzte Saison habe ich oft noch gelesen, Stindl ist voll überschätzt, der ist eigentlich gar nicht so gut, bla bla. Ja, komisch. Jetzt bei Gladbach, ist er doch schon sehr, sehr stark. Zumindest in meinen Augen. Ihr könnt natürlich gerne schreiben, wenn ihr das anders seht. Aber ich denke mal, da sind wir uns relativ einig. Gut, damit kommen wir zum... Ach nee, Quatsch, über die Stats. Ha, Entschuldigung, haben ganz vergessen. 72 Tempo, 80 Shooting, 79 Passen, 78 Dribbling, 66 Defending und 74 Physis. Alles so ein bisschen angehoben, um 2 bzw. 1 Punkt. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass er 81 wird. Auch da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Meint ihr, dass Stindl auf 80 oder 81 kommen würde? Ich bin interessiert daran. Raphael wird bestimmt übrigens in den nächsten Episoden kommen. Das kann ich auch schon mal ankündigen. Denn normalerweise kriegen die Spieler mit 2 Informs, ja, wenn sie nicht gerade One-Hit-Wonder sind oder nur 2 Spiele gut gespielt haben, auch ein Upgrade. Von daher sind wir da mal relativ zuversichtlich, dass das noch passieren wird mit dem Brasilianer. Wir kommen zum vorletzten Spieler für diese Episode und das ist wieder ein Spanier. Aber der spielt diesmal nicht in der Premier League, sondern in der Liga BFA und sein Name ist Iñaki Williams. Eines der Silberbiester oder einer der Silberstars dieses Jahr in FIFA Ultimate Team. 93 Tempo, 72 Dribbling, 73 Shooting, 70 Passen, 81 Physis. Und ich denke mal, seine Karte wird auf Gold geupgradet werden. 93 Tempo, 78 Dribbling, dazu 76 Shooting, 72 Passen und 82 Physis. Vor allem auffällig, dass das Dribbling-Upgrade um 6 in Head-to-Head hat er momentan, glaube ich, sogar 79 Dribbling, wenn man das Ganze zusammenrechnet. Also sehr, sehr starke Karte und hat auch in Head-to-Head ein 76er-Rating. Normalerweise packe ich da immer noch einen Punkt drauf im Vergleich zum aktuellen Rating, aber ich denke mal, dann wäre er besser als Mahrez. Und glaube ich zumindest, dass ich Mahrez nur auf 76 predicted habe. Und das ist noch so ein bisschen, ja, wabbelig. Vielleicht geht er aber auf 77. Ich denke mal, auf jeden Fall wird er ein Upgrade auf Gold bekommen, denn der hat schon richtig stark gespielt. Hat er auch schon Inform bekommen und das zeigt, dass der Junge nicht nur in FIFA gut ist, sondern auch in Realität richtig durchstarten wird. Ich hoffe es zumindest, denn er wirkt extrem sympathisch. Habt ihr jetzt ein paar Mal spielen sehen in Highlights von der Liga BFA und der Kerl wirkt einfach nur sehr stark und von daher freue ich mich darauf, wenn wir diese Karte als Goldkarte bekommen werden. Dann ist es genau wie bei Bellerin, auch da wird der Preis natürlich deutlich sinken und das sieht einfach nach einem richtig, richtig bombastischen Low-Rated-Spieler aus, der auf jeden Fall überzeugen kann. Forster Skills und Weakfoot dazu 82 Physis, 93 Tempo, allein die Kombination sagt schon mal, denke ich, einiges aus. Und wenn das Dribbling noch besser wird als 72, was er ja verdient hat, dann haben wir auf jeden Fall ordentlich Spaß mit Iñaki Williams. Gut, das war's von der Episode, könnte man sagen, aber es kommt noch ein Spieler und der hat noch kein Rating, wird dementsprechend eigentlich nicht in FIFA implementiert werden, aber vielleicht in Head-to-Head und deswegen habe ich mir trotzdem gedacht, machst du den. Es handelt sich um einen Spieler aus der Serie A, um wen könnte es gehen? Es geht um Gianluigi Donnarumma von AC Milan, der 16, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, 16-jährige Torwart der Rossoneri und der hat bisher so unfassbar überzeugt. Er hat Diego Lopez verdrängt und er spielt einfach mega, mega stark. Er hat mit 16, das ist Ødegaard, Alter, als Torwart debütiert. Der hat locker 20 Jahre vor sich und ist 1,96 groß und hat jetzt schon einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro und ist so unfassbar stark, dass ich mir vorstellen kann, dass es einer der besten Keeper werden wird, die es in Italien jemals gegeben hat. Italien hat viele gute Keeper. Beispielsweise Buffon, Marchetti, Perin und so weiter. Auch im Nachwuchs gerade. Aber Donnarumma hat mich so beeindruckt in den ersten Spielen. Gerade bei Milan so extrem stark gespielt. Und dementsprechend auch die Abwertung auf... Aufwertung am 5.11. auf 1,5 Millionen. Ich bin beeindruckt einfach nur von dem. Und ich denke mal, 69er Rating könnte man dem fast schon geben. Schreibt mal in die Kommentare, was meint ihr. Ist das vielleicht schon ein bisschen zu hoch oder sogar noch zu niedrig? In meinen Augen sind die Stats sehr gut, 72 Diving, 76 Reflexe, 67 Handling, 69 Positioning, 46 Tempo, 59 Kicking. Ich bin mehr als gespannt, was aus dem Jungen werden wird. Ob der nächste Jahr in FIFA ist, normalerweise gibt es ja immer Probleme mit der Lizenzierung bei diesen jungen Spielern, war ja auch bei Mastur so, der ist ja auch erst später reingekommen als Ødegaard. Aber trotzdem, Donnarumma
ist ein richtig geiler Spieler und ich freue mich extrem darauf, wenn der nächstes Jahr ein Ultimate Team sein wird und auch vor allem für den Karrieremodus, denn irgendwann werde ich auch mit 96 nochmal anfangen, zumindest auf YouTube wahrscheinlich oder irgendwas Privates machen und von daher looke ich da schon forward. Ich habe momentan ja meine 96-Karriere am Laufen, aber bin ich auch schon in Sock 3, das heißt, irgendwann wird das zu langweilig, dann muss ich einen neuen anfangen und wer weiß, vielleicht geht es dann ja mit dem AC Milan los. Oder mit irgendeinem Verein, bei dem ich mir nur noch mal leisten kann. Wie auch immer. Gut, das war's von dieser Episode. Genug über ein anderes Thema geredet. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare zu den einzelnen Karten. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Und ciao.